Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Assassin's Creed 3. Dann geht's mal weiter mit der Story, ne? Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Klinge? Oh yeah. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Hey. Hilfe? Okay. Hey, Hilfe! Hey, Hilfe! Gucken wir mal, was der hat. Hilfe! Hilfe! Hey! Oh komm, bitte! Hilfe! Er wird sterben! Rettung aus dem Fluss. Okay, machen wir. Komm. Ja. Keine Zeit! Bitte komm! Na klar, kommen wir da. Nicht so schnell. Um was geht es überhaupt? Okay, Fluss. Da unten, er ist gerade unter der Brücke durch. Zu Hilfe! Ohne das Wasser zu berühren. Na, okay. Helf mir! Ja, ich komme ja schon. Zu Hilfe! Hilfe! Ja, ich komme ja schon. Meine Güte. Zu Hilfe! Hilfe! Helf mir! Bitte! Zu Hilfe! Hilfe! Gott! Ja, da müsstest du jetzt fest. Helf mir! Immer noch nicht. Wie soll ich das da alles machen? Also man muss ihn, ohne das Wasser zu berühren, befreien können oder retten oder whatever. Manu. Helf mir! Bitte! Terry erreichen, bevor er den Wasserfall erreicht. Oh Gott. So ist soweit richtig, ne? Da komme ich. Zu Hilfe! Würde ich rüberkommen. Wenn ich hier gehe, dann falle ich, ist klar. Das ist klar. Da muss ich einfach mal ein paar Wege austesten. Und ich könnte auch, bevor ich mich darüber hangel, könnte ich auch nach rechts weitergehen. Oder hier gleich rechts bleiben. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Zu Hilfe! Hilfe! Auf jeden Fall, den Sprung würden wir nicht schaffen. Das ist soweit klar. Helf mir! Bitte! Das ist soweit klar. Da kommen wir auch nicht weiter. Und wieso falle ich da jetzt ins Wasser? Ich könnte abkotzen. Meine Güte. Meine Güte.
Beruhigungskippe for the win. Wieso springst du jetzt nicht, dummer Bastard? Zu Hilfe! Hilfe! So, auf. Helf mir! Bitte! Also, das ist soweit richtig. Weiter. Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Hilfe! Helf mir! Wie erreichen wir den am besten? Alter, ich hab das Wasser nur gestreift. Dann hier. Zu Hilfe! Ja. Da kann man dann draufspringen. Na okay. Ich hab's gesehen. Das heißt, ich kann schon ein bisschen weiter vorlaufen. Da kann ich dann draufspringen und kann den hochziehen und dann weg und so. Okay. No problem. So. Ohne das Wasser zu berühren. Alter, ich bin auf den Stein rumgetanzt. Wie so ein großer. Hab die vorderste Spitze der Schuhe nass gemacht. Natürlich warst du im Wasser. Muss so sein. Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! So, weiter. Da ist es auch egal. Ja. Wir brauchen erstmal Energie. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir hier oben bleiben, ne? Ich hab doch Biege. Boah, wenn ich das jetzt ver... Kack wegen dir! Hilfe! Helf mir! Bitte! Hüpp! Zu Hilfe! Hab ich's jetzt? Oder ist er tot? Ich weiß es nicht. Und? Zu Hilfe. Aber wie soll ich das bitte schon machen? Ich bin echt verwirrt. Also umsonst sind ja die zwei Wölfe nicht. Die sollen das erschweren, habe ich das Gefühl. Außer... Er wird hier schon langsamer. Wird er auch. Das heißt von der Seite. Okay. Andere Seite. Andere Seite, Leute. Andere Seite. Okay, das heißt von hier auf die andere Seite dann rüber. Hilfe! So, weiter. Helf mir! Weiter. Und natürlich ins Wasser gefallen.
ich will jetzt mal was gucken, ne? Wenn ich hier dann hingehe, darüber, darüber. Ich will jetzt nur gucken, wie ich da hinkommen würde. Ach, ach, ich kapier's. Das wäre falsch gewesen. Ich kapier's. Habe einen ganz falschen Ansatz. Zu Hilfe! Ja, ja, das Zuhilfe haben wir schon oft genug gehört. Und zwar ist der Weg hier richtig. Soweit auch, ne? Aber hier muss ich dann auch rüber. Oder unten durch. Das ist egal. Und hier weiter. Da habe ich ja aufgehört. So, aber hier muss ich hier weiter. Ja, das sieht auch schon viel besser aus. Und hier müsste er dann langsamer werden. Ich will doch nicht eintauchen. Okay, da muss ich eintauchen. Gut. Danke sehr. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf dem Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Okay, und schon kommt Leben in die kleine Stadt. Ja, oder was es auch immer ist. Sollte das ja eigentlich, sollte das sich eigentlich nicht bewegen? Egal. Es lädt? Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, habe ich keine Bilder. Außer weiß, ne? Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Okay. Ist immer noch. Da muss ich meinen PC dann neu starten. Da ist ein Kahn. Die Stammbilder tun mir jetzt echt leid. Aber ich habe keinen Bock, jetzt PC zu neu zu starten. Spiel neu zu starten hat leider nicht geholfen, so wie ich wollte. Neue Mission mit dem Symbol Ausschau halten, um neue Einwohner zu gewinnen und die Siedlung zu verbessern. Wenn Sie Ihre Siedlung ausbauen, erhalten Sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue Gegenstände frei, die Sie herstellen können. Okay, liebe Leute. Bevor wir hier weitermachen. Was ist das hier, Diana? Siedlungsmission. Gehen wir erstmal zu Diana. Was machst du bitte schön? Aua. Hallo Diana. Reizender Morgen. Lol, was muss ich mit dir machen? Wahrscheinlich gar nichts. Es ist einfach so, dass sie da ist. So, wir gehen jetzt hier in die Siedlungsmission. Ach, so heißen die. Okay. Das sind meine Freunde, meine Einwohnerfreunde. Meine Kollegas. Das ist da oben. Das ist natürlich nicht so cool.
Da müssen wir irgendwie hoch, aber ich denke, da kommen wir hoch. Sollten wir auf alle Fälle. Wenn wir uns den... Da müssen wir hochklettern. Was zur... PC neu starten. Yep. Ja, beziehungsweise nach dem Part mache ich dann eh Schluss, ne? Habe ich genug Assassin's Creed gespielt für heute? So, das heißt da hoch, da kommen wir hier hoch, kommen wir da hoch und da auf den Baum hoch. So. Zack. Hep. Na, nicht runter, du Kackbohn. Ich will endlich meine Robe haben. Robe, Robe, Robe haben. Oder mein Outfit, whatever. So, auf jeden Fall sollten wir da dann hochkommen. Ja, da können wir hochklettern. Was um alles in der Welt geht denn hier vor? Helf mir doch! Du kämpfst wie ein Waschwalb! Hallo, schreien dich an! Du kämpfst wie ein Waschwalb! Wisst ihr was? Ich wollte euch eigentlich nicht wehtun. Aber jetzt ist es mir egal. Aua. Entwaffnen. Desynchronisiert. Sie, Alter, ich bin gestorben. Ich bin an den Verbrennungen gestorben. Leck mich doch am After. Dum, 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 dum. Satz mit X, das war wohl nix. So. Ich denke, wir kommen auch so hoch, ne? Ja, klettern wir ein bisschen. Können ja frei rum. So. Verpiss dich, Wolf. Und wir nehmen nicht unsere versteckte Klinge, sondern unser Tomahawk. Dich zuerst töten. Jetzt dich! So, ne? Eiskalt hochgezogen. Ohne jegliche Probleme. Ah, doch, da merkt man schon, dass es sich anstrengen muss. Hab Dank! Hab Dank! Bist du wohl auf? Ich glaube. Es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde. Was wollten sie von dir? Mein Geld. Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Oh, wir haben Handwerker. Yay, 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 yay. Handwerker.
Yes, Sir. So, gucken wir mal, wo wir in der Nähe sind. In der Nähe. Lance kann neue Gegenstände herstellen, wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Hä? Da hätten wir hier. Okay. Das holen wir uns noch. Das hier. Und dann ist der Part auch zu Ende. Nächsten Part wird dann ein bisschen gezeigt, sage ich, Nebenaufgaben erfüllt. Wir werden nochmal zurückgehen zu unserer Siedlung, werden da ein bisschen was machen, von wegen Aussichtspunkte machen, alles mögliche, und das Gepixel, das geht mir übelst auf den Sack. Naja, es sei meinem PC verziehen für heute. Der musste heute schon viel machen. Knapp 100 Dateien deinstallieren, bisschen was installieren, sehr viel aufnehmen. Und mit sehr viel meine ich sehr viel. Ich habe heute wirklich aufgenommen wie so ein Verrückter. Kann ich ja dann mal im nächsten Part kurz gucken, was ich aufgenommen habe, oder was lang gucken. Na, ich denke so 3 Stunden werden es locker sein. So, die Klumpe in der Siedlung finden. Gut. Was fehlt jetzt noch für Klunker? Der und der. Ne? Geschäfte freigeschaltet 1. Boss. Da hat man nur noch das hier zu tun. Und was haben wir hier zu tun? Ah, Mann, was ist hier? Siedlung. Ja, da haben wir einiges zu tun. Leck mich doch fett. Logbuch. Gut, Leute, im nächsten Part würde ich sagen, da laufe ich dann mal zu dem hier. Ja, zu dem hier und dann zu dem anderen. Dann gehen wir ins Grenzland im nächsten Part. Ja, gehen wir dann ins Grenzland. Wie kommt man von hier eigentlich nach Boston? Nur hier rüber? Komisch. Gut, wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zugucken, trotz diesen komischen Lags, whatever. Und bedanke mich fürs Zusehen. Na, wobei, ich weiß, was wir noch machen werden. So. Hirsch erledigt. 4 von 5. So. In dem Gelände. Tierhäuten. 10 von 10. Haben wir hier noch irgendwo einen Hirschen? Ich sehe keinen. Ein bisschen Zeit wäre ja noch, ne? Gucken wir mal. Ah, da ist einer. Den schnetzeln wir mir in Luftattentat nieder. Oder eben so. Nicht weglaufen mit meinem Pfeil im Nacken. Tut doch auch keiner was. Alter, wo gurkt der rum? Der gurkt da hinten rum. Was soll das, Hirsch?
So, Hände im Gelände, meine Güte. Sie sind jetzt in Top 50% weltweit für die Gesamtpunktzahl von Kills. Na, okay. Okay. Hier Spells erhalten. Wir sind Top 50, Leute. Nice. Okay. Da ist noch einer. Komm. Dich müssten wir jetzt erwischt haben. Du dürftest nicht weit kommen. Wo ist er? Wo ist er? Och, Manno. Naja, dann lassen wir ihn halt leiden. Ich wollte ihn eigentlich nicht leiden lassen, weil wegen ich das so sage. Aber wenn er nicht da ist, naja, was soll's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dahin, auf Wiedersehen.